Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Für die, die zum ersten Mal hier sind, ich bin Becky und hier dreht es sich viel um das Thema Studium, Studentenleben, aber auch um die Themen Organisation im Allgemeinen. Bei der letzten WG-Besichtigung haben meine Mitbewohnerinnen gesagt, dass das einzige Zimmer, was in der WG immer zu betreten ist und immer zum Vorzeigen da ist, wäre mein Zimmer. Ich habe mich sehr darüber gefreut und mir dann darüber Gedanken gemacht, warum ist das eigentlich so? Warum bin ich eigentlich ordentlicher als ein paar andere Leute? Und ich habe für euch einfach die kleinen Regeln, nach denen ich lebe, zusammen aufgestellt und erzähle euch das ein bisschen. Ich finde es nämlich super angenehm, weil mein Zimmer ordentlich ist, weil ich mich dann einfach auf das Wesentliche konzentrieren kann und deutlich produktiver bin als sonst. Ich habe in meinem Ausmisten und Organisieren Video schon mal erzählt, dass ich es super finde, wenn alles einen Ort hat, wo es zu Hause ist. So nennt es Marie Kondo. Ich habe vorher einfach gedacht, naja, alles muss irgendwie seinen Platz haben und das Prinzip verfolge ich bis heute. Ich habe für alles einen designierten Ort, weiß genau, wo ich es immer finden kann und wo ich es auch immer zurückräumen kann und das motiviert mich auch, die Sachen wieder dahin zurückzulegen, weil es einfach da zu Hause ist. Ich finde es auch super wichtig, sich genug Stauraum zu schaffen und Stauraum auch gut auszunutzen. Sehr bekannte und gut funktionierende Sachen sind zum Beispiel Bettkästen. Ich habe schon immer welche und ich habe auch meine Koffer immer unter meinem Bett, damit ich sie sonst nicht sehen muss. Früher, als ich noch nicht so einen gigantischen Schrank hatte, wie ich es jetzt habe, habe ich auch immer extra Kisten genommen, so durchsichtige Plastikkissen und habe die nochmal auf meinen Schrank draufgestellt. Da waren zum Beispiel extra Schuhe drin oder Unterlagen, die ich nicht mehr so oft gebraucht habe. Und so konnte ich sie so ein bisschen aus dem Weg räumen und mehr Stauraum für mich schaffen. Es lohnt sich auch, so kleine Kisten zu kaufen für Bücherregale, damit man einfach Orte hat, wo man designiert Sachen reintun kann. Wenn man nicht so viel Stauraum hat, kann man sich auch ein bisschen Stauraum mithilfe von Möbeln und wie man sie platziert schaffen. Meine Couch habe ich zum Beispiel nicht komplett an die Wand gestellt, sondern angeschrägt in die Ecke, sodass ich hinter der Couch einen kleinen Stauraum habe, wo ich mein YouTube-Equipment zum Teil aufbewahre, was eben nicht in meinen Schrank passt und in meinem Bettkasten zu unpraktisch ist, weil ich es doch jede Woche raushole. Aber da das mein WG-Zimmer ist und nicht mein Studio, möchte ich die Sachen schön verstaut haben. Früher habe ich zum Beispiel auch mein Bett ein bisschen weiter vorgezogen und habe dann so längliche Kisten gekauft oder dünnere Kisten gekauft, die ich eben zwischen meinem Bett und der Wand abstellen konnte. Das war eben zusätzlicher Stauraum, den ich noch erschaffen konnte, den man dann nicht so gut gesehen hat. Also man kann damit immer ein bisschen rumspielen. Ich finde es auch super wichtig, regelmäßig auszumisten, aus dem einfachen Grund, dass man dann nicht mehr so viel Zeug hat, um das man sich kümmern muss und das auch ordentlich bleiben muss. Es ist aber auch andersherum ganz gut zu erfassen, was man eigentlich alles besitzt, damit man aufhört, sich so viele neue Sachen zusätzlich zu kaufen. Ich habe das immer eigentlich jedes Semester gemacht oder mache es jedes Semester. Das heißt, so zweimal im Jahr versuche ich eigentlich alles durchzugehen, zu erfassen, was habe ich, was brauche ich nicht mehr und alles nochmal wieder etwas ordentlicher zu machen. Ich finde es auch eine ganz, ganz wertvolle Angewohnheit, einfach alles Benutzte sofort wieder zurückzustellen. Wenn ich mein Kochbuch raushole und ein Rezept nachschlage, dann kann ich es einfach danach direkt zurücklegen, statt es auf meinen Schreibtisch zu legen. Wenn ich meine Kamerabatterien auflade, dann lade ich sie auf und mache sie einfach direkt wieder zurück, sobald sie vollgeladen ist. Also diese kleinen Sachen können auf jeden Fall helfen, auf Dauer das Zimmer etwas ordentlicher zu behalten. Der nächste Tipp ist auch super einfach und vielleicht finden den ein paar von euch doof, aber ich finde es super wichtig, das Bett zu machen. Es ist erstaunlich, wie viel ordentlicher das Zimmer wirkt, wenn man einfach sein Bett ein bisschen ordentlicher zusammenlegt. Und ich meine damit nicht, dass man 50.000 Kissen haben muss, so wie ich es habe. Ich meine damit wirklich, dass man einfach die Bettdecke nimmt, sie einmal ausschüttelt, einmal gerade hinlegt und das Kissen vorne hin. Und das reicht schon. Das ist schon alles. Und es macht einen riesigen Unterschied. Ich habe das früher nie gemacht. Meine Mutter kann ein Lied davon singen, aber ich bin ein ziemlicher Fan davon, einfach regelmäßig sein Bett zu machen. Der letzte Tipp ist, ja, naja, gehört sich halt so. Ein ordentliches Zimmer kommt natürlich nicht von alleine. Dieses Prinzip gibt es auch in der Natur. Ihr müsst immer ein bisschen Energie in Dinge reinstecken, um sie ordentlicher zu machen. Während es keine Energie kostet, Dinge unordentlich zu machen. Heißt also, 5 bis 10 Minuten am Tag solltet ihr euch Zeit nehmen, euer Zimmer einmal kurz wieder auf Vordermann zu bringen. Ich mache das meistens abends, damit ich dann am nächsten Morgen aufstehen kann und es ist alles ordentlich und dann ist einfach alles deutlich sortierter für mich und der Tag kann besser starten. Das heißt, wenn ihr am Abend 5 bis 10 Minuten einfach mal alles aufräumt, bleibt eigentlich alles immer super ordentlich. Mehr ist es eigentlich nicht. Das sind meine Tipps, um etwas ordentlicher zu bleiben. Ich hoffe, ihr könnt das alles umsetzen und mich würde auch total interessieren, was ihr macht, um ordentlich zu bleiben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder nächste Woche. Bis dann!